Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Origins. So, heute machen wir weiter mit der Quest Der Philosoph aus Versehen. Und was uns dort erwartet, das schauen wir uns gleich nach dem Intro an. Viel Spaß, Leute! So, hi Leute, weiter geht's mit der Nebenquest Der Philosoph aus Versehen und die befindet sich hier unten. Da werden wir doch gleich mal hinrennen. Ich schau mal, ob wir unser Pferdchen kriegen. So, wo ist es denn? Hier ist es. Sehr schön. Müssen wir hier an der Straße entlang, glaube ich. Können wir. Genau, machen wir es gleich mal so. Dann finden wir es auch sicher sofort. Und dann schauen wir doch mal, was uns dort erwartet. Die 43. Folge schon, Leute. Wir nähern uns straff der 50. Sind aktuell Stufe 27. Und wenn euch das Video genauso gut gefällt, dann lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Und unterstützt mich hier ein bisschen. So, 250 Meter noch knapp. Weg. So, da sind wir auch schon da. Dann schauen wir doch mal. Was ist erwartet? Wenn ich den Jungen in die ja. Magi, den Göttern sei Dank. Ich habe seit vielen Monaten keinen mehr von euch gesehen. Was bedrückt dich, Mütterchen? Mein Sohn, Tephibi. Er ist närrisch, läuft ständig davon. Er hält sich für einen großen Denker. Seth schütze ihn. Das Handy anstecken, Leute. Er war in der Nähe des Strandes auf der Suche nach einer Höhle. Er sollte schon längst zurück sein. Dann werde ich ihn für dich finden. Danke, Magi. So. Die Philosoph aus Versehen. Erreiche den Strand. Dann machen wir das nochmal. 200 Meter. Und dass wir langsam mal auf unsere Stufe 28 kommen und somit auch die Nebenquest, die Hauptquest weitermachen können. Okay, wir müssen dort hinten lang. Oh, gehen wir hier lang. Ich muss mal gut langkommen. Ich hoffe, dass hier keine Krokodile oder so rumrennen. So, es wird schon wieder Nacht. Hier ist die Stelle, an der Tephibi sein soll. Okay, hier gibt es Hinweise. Zerrissene Kleidung. Seltsam. Seltsam. Oh, eine Blutlache. Die Spur führt um den Leuchtturm. Ich frage mich, was in dem Leuchtturm sein ist. Schauen wir doch gleich mal rein. Da kommen wir nicht. Kommen wir rein. Nee, aufschlagen können wir sie nicht. Aber wir können klettern. Okay, Untersuchungsgebiet verlassen. Sehen wir vielleicht von hier oben mehr.
Aha, da unten ist noch was. Okay. Die Blutspur führt zu dieser Tür. Ich muss auf alles gefasst sein. Okay, die können wir bestimmt aufschlagen. Yep. Tefibi, deine Mutter wollte, dass ich dich finde. Tja, das ist gut. Ich hätte dich sonst doch verletzt. Mit meinen Gedanken. Wohl kaum, kleiner Mann. Na gut. Bitte hilf mir hoch. Oh. Mir ist ein bisschen schwindelig. Ich glaube, ich habe viel Blut verloren. Ich bring dich schnell zurück zu deiner Mutter. Sie wird wütend sein. Aber gut, geh vor. Ich kann mich auf den Beinen... Gott sei Dank muss ich den nicht tragen. Mutter schickte einen Krieger zu meinem Schutz. Ein Philosoph braucht eine Wache. Nehmen wir gleich hier. Alter, klar, dass hier ein Haufen Krokodile sind. Krokodile. Ah, die ist ja schon hier, die Alte. Oder was? Achso, da muss ich jetzt hier rauf. Und dann komm doch mal rauf hier. Komm rauf hier. Nein, ich will jetzt ihn wirklich killen, oder was? Jetzt kommen wir rauf hier. Hey, ich bin nicht deine Wache. Ich helfe deiner Mutter. Komm. Muss ich den jetzt wirklich dahin so hin diskutieren? Dein Abzeichen. Okay, machen wir es so. Das Auge des Horus? Mein Magi-Abzeichen. Magi? Ah, altes Königreich. Wurden die nicht von den Ptolemäern getötet? Bis auf einen. Darf ich deine Geschichte aufschreiben? Der letzte Magi wäre eine fantastische Erzählung. Nun ja, was für eine Geschichte würdest du erzählen, Tefibi? Ich weiß, eine Fabel. Da, schnappt ihn! Er ist ein Dieb! Hast du sie bestohlen? Verteidige meine Freiheit, Krieger! Naja. Alter! Mich verarschen? Meine Fresse! Alter! Was ist denn jetzt hier los? Warum treffe ich den nicht? Okay, dann müssen wir nochmal üben. Machen wir nochmal. Kann doch nicht so schwer sein, Mensch. Mutter schickte einen Krieger zu meinem Schutz. Ein Philosoph braucht eine Wache. Jetzt müssen sie eigentlich hier kommen. Schnapp ihn! Er ist ein Dieb! Hast du sie bestohlen? Verteidige meine Freiheit, Krieger! Ich kümmere mich darum. So, Ruhe im Puff hier. Das war's. Stirb. Komm du mal her hier. Gut. So. Das sollten alle. Hat er noch was hier? Sein. Du hast fallen lassen? Der hat hier was. Okay,
Okay, der scheint nichts zu haben. Dann mach weiter. Los. Tephibi, hast du mir etwas von deinem Abenteuer verschwiegen? Eine Kiste Drachmen vielleicht? Du kränkst mich, Magi. Ich bin auf der Suche nach Wissen. Ein paar Drachmen hier und da, aber nie gestohlen. Es scheint wohl niemand mehr zu kommen, Tephibi. Zurück zu deiner Mutter und deinen Studien. Besuche mich jederzeit in Alexandria, Magi. Ich werde ein großer Philosoph. Ja, bin ja gespannt. Ich freue mich darauf, Tephibi. So, 1500. Oh, wir haben es geschafft. Stufe 28. Sehr schön. So, damit könnten wir eigentlich jetzt bei der Hauptquest weitermachen. Der Rachen des Krokodils. Leichte, seltener Bogen. Bike bleibt dem Krokodil auf der Spur, das offensichtlich Gladiatoren benutzt, um seine Drecksarbeit zu erledigen. Das machen wir doch jetzt gleich mal. Ziemlich weit weg das Ganze. Boah. Wo ist denn das hier? Ewig weit unten hier. Okay, hier haben wir keinen Schnellreisepunkt. Wo ist der nächste? Der nächste wäre hier drüben. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal hierher. Und tun jetzt auf jeden Fall schon mal die Türme, die da unten sind. So, schneller hier. Jetzt markieren wir uns auch erstmal den Turm hier unten. Muss ich mal schauen, ob ich irgendwie ein Boot habe. Rüberschwimmen, glaube ich, ist ein bisschen viel. Ob wir da irgendwie ein Boot bekommen oder so? Entdeckt. Was ist hier alles? So eine Art Markt oder sowas. Hier scheint aber nichts zu sein. Ah, da ist ein Bötchen. Okay. Nehmen wir es doch gleich. Ja, wie gesagt, ich werde erstmal zu dem Turm. Im Oase.
Krokodilopolis. Komischer Name. Okay. Also kommen wir hier rein, ohne gleich angegriffen zu werden. Da oben ist unser Aussichtspunkt, den wollen wir auf jeden Fall erreichen. Halt! Bleib stehen! Hier sollte ich vorsichtig sein. Okay, hier geht's also nicht so einfach durch. Aber okay, das kriegen wir schon. Wir müssen aufholen! Okay, dort oben. Gut, dann würde ich aber sagen, machen wir doch jetzt an der Stelle einen Cut, weil ich glaube nämlich, dass die Hauptmission ein bisschen länger gehen würde, wird. Und ich möchte das, wenn ich es denn schaffe, vielleicht in einer Folge hinbekommen, dass wir da kein Cut oder sowas drin haben. Müssen wir aber erst in der nächsten Folge schauen. Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Wenn es euch genauso gefallen, lasst mir auf jeden Fall auch ein Abo, Like, Comment oder Kommentar da, wie ihr lustig seid. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder dabei seid in der nächsten Folge. Da machen wir nämlich dann weiter mit Der Rachen des Krokodils. Also, bleibt sauber und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Andi.